Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS15. Ja, wie ihr seht, ich habe angefangen, Gas zu mähen für Silomorgen. Ich denke, Mensch, das war so schönes Wetter, ist das noch. Das nutzen wir aus. Na, Inge hatte noch den Schlag Gerste darunter gebissen mit dem Drescher. Und Hinrich hat sich den Deutz noch geschnappt mit dem Fluch und ist noch auf das Stück da, was ich abgegüllt habe vorher. Sagt er, ich flüge doch noch um jetzt. Dann können wir morgen alle zusammen Silo fahren. Ich sag, jo Mensch, euer Wort in Gottes Ohren. Klasse. Jo, kann ich lang schnacken. Dann wird wie wohl anfangen, ne? So. Dann kicken. So eins andere. Jo. Dann nehmen wir hier den Rest mal runter. Und dann gucken wir mal, einen Schlag habe ich da hinten schon, den links, den habe ich schon weg. Und dann schauen wir mal, weil da kommen wir mit dem Silo wohl nicht ganz mit hin hier. Da müssen wir noch ein Ende holen. Denn. Und wenn da was überbleibt, egal, dann schütte ich das auseinander und dann machen wir da Heu von. Brauchen wir auch. So, läuft ganz gut mit dem Fendt hier. Mit dem Mähwerk auch. Ne, ist das eine Nummer kleiner, nicht das ganz große von Kuhn. 8,38 steht da drauf, ja. Meter. Wollten wir erst das große noch holen? Ich denke, nee, ist das für die Schläge hier langt das dreimal. Das ist okay. Ja, schönes, saftiges Gras. Kann jetzt noch ein bisschen ablüften. Und dann können wir das schwadden, ein Schwad packen. Ich habe auch nur den blöden Kuhn hier, den mit zwei Kreisel dran. Ne? Muss schon überlegen, ist dann größer, aber jetzt nur einen kaufen, auch nicht für das eine Silo. Vielleicht muss ich nachher mal Ernst August anrufen. Wenn einen um Hof hat, zum Vermieten oder irgendwas. Manchmal ist das so. Dann kauft der einen auf, will den wieder verscheuern und dann hat er den fertig gemacht, steht er auf dem Hof. Und wenn dann was ist zwischendurch, dann kannst du den mal holen und ausprobieren nehmen. Den kann ich jetzt auch schon mal nach Feierabend anrufen. Oder schon 8 Uhr. Sind ja per Du jetzt. Verhältnis hat sich ganz gut gefestigt, alles so schön, wie sich das gehört in so einem Dorf, ne? So, siehst du, dann haben wir die Runde ab hier, ja. Und ganz schön was zu schwadden. Mal sehen, vielleicht hat Inge ja nachher noch los. Wer weiß das? Mal kriegen. So, Hinni kommt auch ganz gut voran da, Hinrich. So, siehst du, Happy Ham? Jo. Jetzt entfernen wir um einen anderen Schlag hinten noch. Ich glaube, hier war gar nichts. Doch, da ist auch noch einer. Den können wir auch nehmen. Ist dicht dabei. Weil da kommt eh wieder Mais rein in die Biogasanlage. Da können wir das Gras abmähen hinten. Jo.
ganz schön düster da hinten, ne? Und die haben zwar für morgen Sonne angesagt, aber auch für die Tage wieder so nebelig und Regen und Kram und sowas, ne? Zusehen, weil den Mist auch noch kriegen, ne? Oh Mann. Guckt euch das an da hinten, wa? Gerade ein paar Stunden trocken, du. Aber wir haben das Korn noch trocken gekriegt, seht ihr? Und Inge alles mit dem Drescher auch noch gekniffen. Klasse. Siehste, na ja, gut, was weg hier. Läuft. Wunderbar. So, dann können wir gleich weitermachen. Tolle Sache, so ein Butterfly, ne? Schafft echt Fläche, du. Schönstes Wetter, ne? Das muss man ja ausnutzen. Da siehst du Ätsche, der ist am Morgen auch wieder da. Den habe ich erst am Teich gesehen, angeln da. Den wollte ich erst mal anrufen. Wegen Schwaddern oder irgendwas. Ich denke, nee, lass den Bengelmann. Der muss auch mal Freizeit haben. Da kommt noch genug. Ne? Wenn der morgen früh rechtzeitig kommt, dann ist das auch okay. Und da ist der auch immer da. Na, komm. Auf geht's, Junge. Ja, weil der Mais muss jetzt auch in die Erde unbedingt, weil wir haben ein Silo noch in der BGA. Weiß ich, wie lange das noch langt. Oder ein und ein halbes. Oder ein Viertel. Ne? Weil ich einen Vertrag mit der Gemeinde habe und dann kommen die mir auf den Kopf nachher. Und kriegen keinen Mors oder irgendwas, ne? Ich meine, jetzt ist das noch nicht so schlimm, ne? Temperaturen sind noch okay hier, aber warm Wasser und dann alles, ne? Der Bürgermeister sich morgens kalt rasieren muss, uiuiui, da schlechte Karten, ne? Ich glaube, das ist nicht so gut. Schönes Bild das, die hat gespannt hier. Das war nicht so groß die Fläche hier, aber ich hätte mal so ein, zwei Fuder mit dem Ladewagen kriegen wir hier auch raus. Und warum nicht mitnehmen, ne?
Ja, wenn wir hier mal durch sind, dann muss ich mir auch langsam mal auf den Weg machen nach Freidorf. Dann Claudia auch nicht so viel und so lange alleine lassen. Ich hatte schon mit Uwe geschnackt am Telefon und ja, sag ich, Mensch, das Korn muss von Halm. Ich sag, den Uwe, fang an, sag ich, ehrlich, schnapp dir den Mega und dann ist er, oder fahr nach Lohner. Nö, das mach du mal, sag er. Da gehe ich nicht bei, sag ich. Ich sag, ja, okay, dann mache ich das. Ich sag, dann muss ich zusehen. Wir haben erstmal Silo rein hier und dann ist das Gröbste schon geschafft. Ich sag, ansehen und das hier nachher den Mais in die Erde bringen und so. Ich sag, das kriegt Hinrich, können die das auch machen. Alleine dann. Es geht eigentlich erstmal um die Fläche und die rechts eventuell, dass ich genug Mais für die BGA habe und der Rest, das ist Routine, das normaler Kram. Daher bin ich da. Ich sag, aber trotzdem kann es anfangen. Ja, ist gut, sicher. Ich sag, mit Claudia Tietart, dann soll sie abfahren. Du brauchst das nicht alleine machen. Da, oder geh nach Walter, sag ich. Wir hatten da ja einen, so einen Rentner. Der hat ja mal gefragt, denn ganz zu Anfang mal. Ich sag, guck dir das an, ob der mit dem Trecker umgehen kann oder was. Und dann braucht Walter nur abfahren, abkippen und wieder herkommen. Also ansonsten, ja, zum Händler und Basicke gucken. Ich sag, entweder kaufen wir uns da, mal gucken, wie die Finanzen stehen da. Kaufen wir uns einen großen Drescher oder einen größeren. Mit einem breiteren Schneidwerk, ne? Dann geht das ein bisschen fixer vonstatten. Weil das wird ja auch immer wieder kommen. Die Flächen. Da wollen wir mal sehen. Ich muss mir da erstmal eben hindern und mir ein Bild von machen. So, sieht doch wunderbar aus, ne? Da kann's. Oh, ist das düster da hinten? Da wird immer dunkler, oder? Gibt ein Gewitter oder was, ne? Los nicht. Wenn jetzt noch so ein Platzregen oder irgendwas da, dann säuft mir der ganze Kram ab hier. Oh nö. Kommt man nicht wehen, oder? Aha. Kommt ihr nicht um die andere oder was? Hm. Geht nicht weit genug aus hinten. Ja, das sind dann so teilweise diese LS13-Mods, ne? Ist so. Wenn ich lästern oder irgendwas, ist so. Da gibt es mehrere. Sind dann einfach rübergeholt und dann, ja, dann, oh toll, laden man runter. Und funktionsmäßig auf LS15 eingestellt, null. Weiß ich nicht. Dann immer das gleiche, als wenn ich hier die größten Grimmel-Videos hochlade. Das ist Verarschung, sowas dann. Sowas mache ich nicht. So, hoch und hoch und hoch. So, siehst du, ist kaum hoch. Gut. Ihr habe fertig. Jo. Achso, ich habe das Lenkrad verkehrt. Entschuldigung. Einpacken. Und den hoch. Tja, eigentlich erstmal im Hof. Ich weiß es nicht, ob die drei Schläge lang könnte angehen, weil so groß war das Silo auf dem Hof nicht.
Da können wir noch was dazu mähen, ne? 20.15 Uhr, oh, da könnt ihr vielleicht sogar noch in Schwatt packen. Wäre noch eine Idee, ne? Zeit ist ja noch. Ja. Und dann haben wir nämlich die ersten Fudor, also wenn es langt, haben wir denn schon, können wir Silo kahren. Das geht ja eigentlich richtig flott, du. Hätte ich nicht gedacht. Naja, gut. Besser so als anders. Schnappen wir uns gleich den Deutz, den Lütten, und dann gehen wir schwatten. So sieht das aus. Das ist der Drescher, steht auch am Hof. Ein Schlag steht da, glaube ich, noch. So. Handbremse an. Jo. Aber zum Schwatten kommen wir das nächste Mal. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, ich gehe jetzt erstmal eine Runde Armbrot essen und dann schwatte ich. Aber da kommen wir dann zu. Tschüss, euer Butcher. Bis nächstes Mal. Macht's gut.